Ja, moin, 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 meine Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Technology Live. Ich bin TK und wie ihr sehen könnt, es ist wieder mitten in der Nacht. Wir sind mit dem L-Moto Kick unterwegs und wir haben mittlerweile einfach alle Akkus, die die Firma Einhell zu bieten hat. 2,5 Ampere und 4 Ampere Stunden Variante habe ich von meinen Eltern gesponsert gekriegt für das Video. Die 5,2 Ampere Stunden Variante liegen beim Scooter mit dabei. 6 Ampere Stunden Variante hat Einhell gesponsert, sowie auch das hübsche Lämpelein, was wir da ausprobieren werden. Und wir werden heute im Test mal ausprobieren, wie weit kommt man eigentlich mit 2,5 Ampere Stunden oder mit 4 Ampere Stunden? Da bin ich sehr gespannt drauf und in den nächsten Tagen werden wir einfach mal alle Akkus zusammen in dem E-Scooter verwenden und schauen, wie weit die Reichweite dann sein wird. In dem Sinne, Leute, teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Jetzt geht's los. So, wir an unserem hübschen DSL aka, wie wir in den Stromkästele sehen könnt, sind wir am Ende unserer ersten Runde. Wir schauen mal kurz aufs Display raus. Und bei den 4 Ampere-Stunden Akkus sagt er uns hier noch ein Balken übrig. So, schauen wir mal direkt auf die Akkus selbst, wie viel da noch drin ist. Ich denke mal, da wird er uns nur noch ein blinkendes Bäckchen anzeigen. Ah, zwei sogar. Ist schon nett. Wollen wir mal gucken. Na, sind hier die Vierer. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir noch mit den Vierern kommen, ob wir damit vielleicht Runde 2 auch noch schaffen werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. So. Zack, zu. Nice, das Ganze. Sehr cool ist auch, wie man das Ding startet. Man hat hier nämlich außergewöhnlicherweise hier so eine kleine Fernbedienung. Da könnt ihr den Scooter mit anschalten. Könnt den hier drüber ausschalten und auf den unteren Knopf könnt ihr noch so eine kleine Wegfahrsperre aktivieren. Sehr, sehr cooles Feature. Ja, nettes Gimmick, finde ich. In dem Sinne, ich fahre jetzt die nächste Runde. So, wir sind hier mitten in der zweiten Runde stehen geblieben, 8,6 Kilometerchen. Was ist mir vorhin beim Display aufgefallen, das scheint die Akkuladung nur zu aktualisieren, wenn man steht, kurioserweise. Ja, die Akkus haben den Job sehr gut gemacht, die sind auch nicht mal handwarm. Aber wie ihr sehen könnt, die blinken natürlich, die sind leer. Jetzt werden wir die 2,5er reinstecken. Da ist besonders der Unterschied, da ist diesmal nur eine Reihe. Und die haben auch nicht über 1 Kilowatt Leistung, sondern nur 720 Watt Leistung. Ist aber nicht schlimm, denn das Baby hat ja nur 350 Watt, beziehungsweise über 400 in der Peak-Leistung. Das heißt, damit kommen zwei Akkus auf jeden Fall zurecht, denn einer schafft ja schon über 700, also sollten zwei ohne Probleme den Scooter betreiben können. Allerdings ist das natürlich mit 2,5 Ampere Stunden nicht so sinnvoll. Ich will einfach nur testen, was passiert. Ja, auf jeden Fall unten rechts seht ihr jetzt so einen roten Button, den solltet ihr auf jeden Fall benutzen, draufklicken und den Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft keine solcher Videos verpasst, denn wir werden morgen, sollen es gegen 18 Uhr ungefähr, geschmeidige 22 Grad sein und dann werden wir alle Akkus, die ich besitze, in das Babychen verbauen und schauen, wie weit er fahren kann. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, aber wir wollen jetzt erstmal gucken, ja, wie weit man hier mit 2,5 Ampere Stunden Akkus bei geschmeidigen 16 Grad kommt. In dem Sinne, Leute, ich fahre von hier aus jetzt los und dann wollen wir uns mal anschauen, wie weit wir kommen. Wollen wir uns mal das Licht vom L-Moto Kick angucken. Ja, Rücklicht ist gut zu sehen. Ich hätte mir nur persönlich noch ein Bremslicht gewünscht. Beim Vorderlicht muss ich sagen, das ist sehr hell ausgeleuchtet, ist sehr, sehr gut, das Licht. Ja, da kann man wirklich nicht meckern, ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder was, aber es tut auf jeden Fall super sein Werk. Ja, das Display ist auch sehr gut in der Nacht zu erkennen, ist auch nicht so grell, dass es einen blendet. Das scheint so das Display zu sein, was zum Beispiel auch beim SO4 Pro verbaut wird. Also sehr, sehr nice das Ganze. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch von Einhell die kleine Minisonne zeigen hier. Na, die kleine Minisonne wird auch mit dem Power Exchange Akkus betrieben. Also sehr, sehr nice das Ganze. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie hell diese Lampe ist. Ja Leute, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da sage ich euch ganz ehrlich. Also wenn ihr damit eine Kanalparty oder sonstiges schmeißen wollt, das kriegt ihr hin. Ich schwenke mal kurz ein bisschen weiter nach links, damit ihr seht, hier ist einfach gar kein Licht. Hier ist alles komplett dunkel. Und wenn ich jetzt mit der Lampe so darüber schwenke, ja Leute, damit könnt ihr aber richtig Kanalparty schmeißen und Co. Ja? Auch für die ganzen LKW-Fahrer oder Autofahrer sehr zu empfehlen, so ein Ding irgendwo rumfliegen zu haben. Weil damit habt ihr auf jeden Fall für jede Reparatur und Co. mehr als genug Licht. Ja, gerade auch für Campingmenschen oder mit Leuten mit Riesengarten absolut zu empfehlende Lampe. Meiner Meinung nach kleine Minisonne. Dann schaut euch mal an, das Ding wirkt wie ein Laserstrahl, wenn er damit in den Himmel leuchtet. Ja, also das ist schon ein sehr, sehr heftiges Lämpchen. Und dank Power Exchange System können die Akkus vom L-Moto Kick
einfach hier reingepackt werden. Oh Leute, das Licht ist so hell, das tut richtig weh in den Augen. Ja, also das ist wirklich eine super Sache und auf 2 Zonen das Ganze einstellbar, ne? Sehr, sehr nice. Ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Test und dann sehen wir uns da hinten gleich an unserem Standardmesspünktchen wieder. Der ist da nämlich hinter dem Waldstück und dann bin ich gleich wieder für euch da. In dem Sinne, let's go! So, wir haben die erste Runde geschafft mit den 2,5 Ampere Akkus, haben jetzt insgesamt 13,4 Kilometer mit beiden Akkusystemen geschafft. Damit haben wir so ungefähr jetzt dasselbe erreicht wie mit einem 6 Ampere Stunden Akkusystem. Wie ihr sehen könnt, hier ist die Lampe bereits schon am Blinken. Jetzt schauen wir uns den Akku mal an sich an. Temperaturtechnisch muss ich sagen, obwohl der sehr klein ist und ja, ich nicht davon ausgegangen bin, dass er das so bravourös macht, ist er nicht mal heiß, er ist nur handwarm. Schauen wir mal kurz. Das Lämpchen ist natürlich am Blinken. Ich bin mal gespannt, wie viele Meterchen wir da jetzt noch rauskriegen werden. Es wird nicht mehr viel sein. Wie viel es am Ende gewesen ist, seht ihr jetzt eingeblendet. Das screenshotte ich euch mal kurz. Generell unten rechts seht ihr jetzt auch so einen roten Button eingeblendet. Da drauf drücken und Kanal abonnieren. Denn wir werden hier in den nächsten Tagen ja, alle Akkus testen auf der Teststrecke hier. Und werden schauen, wie viel insgesamt Reichweite wir mit allen Akkus gleichzeitig bekommen werden. Und natürlich, was auch interessant ist, ist, morgen werde ich auch direkt noch mit versuchen, den Maximalbelastungstest zu machen an unserem Standard-Testberg. Guckt euch da unbedingt auch mal die anderen Tests an, die ich da gemacht habe. Da finden wir mal heraus, ob so ein Baby auch wirklich die maximale Leistung freisetzt, die es kann. In dem Fall haben wir leider keine App bei, wo ich euch Leistungsdaten anzeigen kann. Aber was mich da besonders interessiert ist, ob ich mit den kleinen 2,5 Ampere Stunden Akkus, die ja nur so um die 700 Watt Spitze können, ja, genauso gut da hochkommen werde wie mit den großen 6 Ampere Stunden Akkus. Ne, das wird, denke ich mal, eine sehr, sehr interessante Sache sein. Und was wir auf jeden Fall beim Reichweitentest noch ausprobieren werden, ist, wenn wir die großen 6 Ampere Stunden Akkus auf 4 Ampere Stunden runterstellen, ja, wie sich das so auswirkt im Vergleich zu so einem originalen 4 Ampere Stunden Akku, ne? Weil das ist ja ganz besonders bei den 6 Ampere Stunden Akkus, dass man da, sag ich mal, in so einen Schonmodus reingehen kann. Also ich finde dieses Konzept L-MotoKick wirklich sehr, sehr interessant und gerade für Leute, sag ich mal, die super Spaß haben an Akkus, ne? Und vor allen Dingen auch daran, sich Akkus selber zu bauen und sonstiges, ist das ein super Gerät, Leute. Na, ihr braucht da nicht dran rumschrauben oder sonstiges, wenn ihr davor habt, irgendwie Akkuprojekte zu realisieren, wo ihr gelegentlich mal was nachprüfen müsst oder was wechseln müsst. Ja, hier habt ihr ein super Grundgerüst als E-Scooter, wo ihr super geil mit Akkus selber arbeiten könnt. Und stellt euch mal vor, ihr ballert den ganzen Raum hier einfach voll mit 18650ern oder mit den 21700ern. Leute, da passt ein mega Akku schlechthin rein. Also als DIY-Scooter, ja, um den selbst zu modifizieren und sich da selber Akkus reinzubauen, ist das wirklich das absolut favorisierte Modell von mir. Ja, also ich glaube, dieser E-Scooter kann wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen glücklich machen. Ja, habt ihr vielleicht Fragen oder Anregungen oder Testwünsche zum L-MotoKick noch? Dann hackt es unten in der Kommentare rein. Der ist noch für so circa 6 Tage bei mir. Also, wenn ihr da bestimmte Tests oder sonstiges sehen wollt oder Gedanken und Anregungen habt, die umgesetzt werden sollen, bitte einfach in die Kommentare mit reinschreiben. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Kanalabo von euch freuen, denn in Zukunft werden wir hier auf jeden Fall noch mehr spannende Tests machen, nicht nur mit dem E-Scooter, sondern auch mit anderen E-Scootern. Und umso mehr Abos der Kanal hat, desto einfacher ist es, an solche Testgerätchen ranzukommen, desto mehr lohnt es sich auch für die Firmen, den YouTuber das zur Verfügung zu stellen. Und in dem Sinne sage ich schon mal von hier aus, danke an GoVex für die ja, zur Verfügungstellung des Rollers und die 5,2 Ampere Stunden Akkus, die sie mir mit dabei geschickt haben und das Ladegerät. Vielen lieben und herzlichen Dank dafür. Die haben dafür auch nichts gefordert, keine Vorgaben, rein gar nichts. Die haben mir einfach nur das Gerät zugeschickt, haben gesagt, mach deine Tests. Super nice, finde ich wirklich super, super geil von euch und auch an Einheld super Aktion, ja, dass die ja, auf das Video quasi direkt reagiert haben und nach einer kurzen Absprache, die mir die 6 Ampere Stunden Akkus zugeschickt haben, da auch super viel Liebe geht an Einheld raus. Na, auch, dass sie mir die super Lampe mit zugeschickt haben. Ich meine, ihr habt es ja vorhin im Lichttest gesehen, das ist eine kleine Minisonne. Also dazu werde ich auf jeden Fall noch ein kleines Video machen, um mal zu sehen, ja, wie viel Strom verbraucht die, ne? Wie hell ist die vielleicht im Vergleich zu anderen Lampen und Co. Ich denke mal, da werden wir noch einiges dieses Jahr zu tun haben, obwohl bald der Winter kommt. Also macht euch keine Sorgen, auch im Winter wird es bei Technology Life einiges zu sehen geben. In dem Sinne sage ich jetzt erstmal, drive long, feel free, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.